Hola chicos y chicas, dos effects por favor. Aquí es una presentación a la UX Charlie, der UX Top 5 Plays. Das erste Mal in Call of Despacito World War 2. Zum ersten Clip muss ich denke ich mal nicht so viel sagen. Der ist von Reactus und das hier ist logischerweise noch keine E-Sport-Ausgabe der UX Gaming Top 5 Plays. Aber ab dem Release von World War 2 könnt ihr so schnell wie möglich GB, Gfinity oder auch UMG Clips einsenden. Wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir legen da richtig los, Leute. Sendet uns dafür einfach eure besten Clips ein und ihr seid vielleicht mit dabei. Und auf Platz 4 wird es warm und auch angenehm, denn dort geht Identity von der Kuschelfront mit der neuen Sniper ab auf der Map der Liebe. Pointe du hoc. Oder so. Auf Platz 3 danach ist Chronic, der im neuen, innovativen und komplett anders gestalteten Modus War einen Multikill macht, als Alliierte gerade eine Brücke aufbauen wollen. Wir wissen jedoch alle, wie der Krieg ausging am Ende und wir hoffen auch alle, dass dieser Modus nicht im E-Sport integriert wird, aber es ist ein schöner Multikill. Platz 2 belegt dann jemand ganz anderes, und zwar Chronic, und er hittet hier für die Achsmächte einen wichtigen Trickshot. Gibraltar wurde dennoch verloren, Leute, also keine Sorge, die Chronik des Zweiten Weltkriegs hat sich nicht verändert. Auf Platz 1 befindet sich dann noch ein mir unbekannter Spieler, YouTuber und ehemaliger UX Gaming Content Leader Style3RZZ. Der reißt die ganze 3 Leute auf einmal aus ihrem Leben im War Mode. One Shot, One Kill, ein UX Charlie Video, ein Like, Freunde. Das waren die Top 5 Plays bei UX Gaming. Sendet uns auch eure Clips ein, wenn ihr noch World War 2 Clips übrig habt. Das war's von mir, Kinder. Geht am 24. September wählen, denn Demokratie ist fast so cool wie UX Gaming. Denn vor unserem Kreuz ist halt noch ein U. Dankeschön!